Also nach der Story jetzt von uns, ich habe so einen oder wir haben so einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, wo auch einige ein Auto und Camper haben und die sind jetzt alle maximal alarmiert. In meinem heutigen sehr interessanten Video mit Tabea geht es um einen Diebstahlversuch eines Knaus Boxster XL. Tabea berichtet mir sehr ausführlich, wie dreist die Diebe auf dem abgeschlossenen Firmengelände ihrer Eltern trotz Hunde versucht haben, das Fahrzeug zu entwenden. Und nur durch einen dummen Zufall ist ein Kodierwerkzeug abgebrochen, nämlich ein sogenannter Turbodecoder. Daher bringen gewisse Sicherheitsmaßnahmen überhaupt nichts, wie zum Beispiel so ein Türschlossblech. Das ist natürlich eine Masche, die die Diebe auch nehmen, aber hochprofessionell agierende Diebesbanden nehmen einen sogenannten Turbodecoder, um direkt in den Türschlosszylinder reinzukommen. Die Einbruchspuren kann man in dem Video sehr gut sehen. Hier zum Interview. Tabea, schön, dass du hier bist. Ja, finde ich auch. Was hast du uns mitgebracht? Wir haben hier unser großes Auto mitgebracht. Das hat mein Bruder so getauft und das ist unser Knaus Boxster Lifetime XL, den haben wir jetzt seit 10 Monaten und der wurde vor 2 Wochen versucht zu klauen. Ah, okay, da hatten wir heute hier 2 auf dem Hof. Wir hatten einen Sprinter, der auf dem Hof, also vom Hof gefahren ist, aber schon um 15 Uhr und die anderen hast du, glaube ich, noch getroffen. Genau, die beiden jungen Leute, ja, ganz witzig, wir dachten ja auch, wir treffen typische Camper und das war jetzt eben Campertreffen der jungen Leute. Die waren ja viel jünger noch als wir. Ganz cool, auch eigenen Camper am Start gehabt und jetzt, glaube ich, gerade irgendwas ganz Ähnliches erlebt, ne? Hamburg-Barmbek kamen die her und hatten ein 22er-Modell und die haben es nicht geschafft, das Auto zu klauen. Also die waren schon drin. Witzigerweise, der wusste natürlich auch, dass man eine Alarmanlage für so ein Auto braucht, aber die war natürlich gelöscht, die war noch ziemlich jung. Und er hatte sich so eine Bleche da in die Türen ran gemacht und dachte, das hilft erstmal. Aber nach 2 Wochen waren die in dem Auto dran. Ne? Ja, die hatten das 2 Wochen auf dem Hof und dann waren die dran. Also schlimmer geht es ja eigentlich gar nicht. Andererseits besser geht es ja gar nicht, weil die haben es halt nicht geschafft. Ja, was ich da beeindruckend fand, die waren beides Auszubildende. Und die haben sich natürlich echt krass zusammengespart. Und wenn so ein Ding wegkommt, und wir haben natürlich auch teilweise Kunden, wo die Autos weg sind, wo es dann Ärger mit der Versicherung gibt, dann ist natürlich eine Vollkatastrophe. Also 2 Dinge. Das geht ja. Also ich persönlich finde es am schlimmsten, wenn uns die Leute berichten, dass sie am Urlaubsort überfallen worden sind. Gerade, sage ich mal, so alleinreisende Frauen oder so, für die ist das ein absoluter Albtraum. Für die ist natürlich dieses Thema Camping dann fast gestorben. Also die kriegst du da eigentlich nicht wieder drin zurück. Und ich bin überhaupt kein ängstlicher Mensch, aber wenn ich irgendwo stehe und höre irgendwas nachts knacken oder so im Bulli, dann kriege ich schon Paranoia, weil ich natürlich diese Geschichten immer gehört habe. Und das ist wirklich bei uns echt schräg, dass wir teilweise Leute haben, die schwimmen im Geld, haben so ein Auto und sagen so, ah nee, jetzt eine Alarmanlage, wir machen erstmal was anderes. Und dann, wo du dann so denkst, so, das ist ja eine reelle Geschichte, das, womit wir jeden Tag zu tun haben. Das sind ja keine Verkaufsgespräche, sondern wir versuchen ja eine gute Lösung für die Leute irgendwie zu finden. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Wie lange habt ihr das Auto gehabt? 10 Monate. 10 Monate. Aber war vorher das für dich nicht bekannt, dass da mal was passieren könnte? Doch, klar. Auch schon bevor der geliefert wurde, war das natürlich irgendwie ein Begriff. Und dann glaubt man an das Gute im Menschen und denkt irgendwie, hey, schon mal super, wir müssen hier nicht bei uns in der Innenstadt parken, sondern bei meinen Eltern auf dem Industriehof. Die wohnen auf dem Grundstück auch, die haben 2 riesige Hunde. Da, wo sie jetzt waren? Mhm, ja, genau. Und den haben sie jetzt einen verschimmelten Knochen hingeworfen? Oder den? Nee, die Hunde haben gepennt. Also das ist dann nochmal so um die Ecke. Die Hunde haben nachts keinen Blick da drauf, sonst wären die auf jeden Fall ausgegangen. Und die habt ihr jetzt einschläfern lassen? Nein, den haben wir im Prinzip zu verdanken, dass uns das überhaupt am nächsten Morgen erst aufgefallen ist. Das ist ja das Ding. Uns ist aufgefallen, es stimmt was nicht, weil die Hunde wie irre morgens um 6:30 mit meinem Vater, der seinen üblichen Morgengang in die Firma gemacht hat, der arbeitet da, hat seine Halle da auf dem Grundstück, direkt daneben steht das Auto. Und die Hunde sind komplett ausgeflippt, haben Fährte aufgenommen und sind wie wild um das Auto gerannt, weil die natürlich gerochen haben, hey, da sind irgendwie andere Gerüche. Und Papa dachte sich nur so, hat Tabea da jetzt irgendwie drin übernachtet und uns nicht Bescheid gegeben? Ist ums Auto geschlichen, dachte, nee, komisch, liegt keiner drin, der Tankdeckel ist auf. Ach du Scheiße, in der Zeitung stand letztens Dieseldiebstahl, gerade ganz großes Ding, fuck, die anderen Autos, Tankdeckel auch auf? Nee, alles okay, Tank scheint noch voll zu sein. Dann war es irgendwie erstmal gegessen und dann dachte er, aber es ist doch komisch, das Auto war auch gar nicht abgeschlossen, das ist ganz untypisch für uns. Dann ist er nochmal zum Camper, hat reingeguckt, gesehen, Lenkradschloss raus, ist rum, hat die Fahrertür gesehen, Schloss aufgebohrt. Aber das ist ja wirklich so winzig, die bohren ja wirklich nur dieses kleine Alu-Ding da raus, das siehst du gar nicht, wenn du es nicht weißt. Und Kabel rausgerissen, ja, und dann war klar. Da waren irgendwie Diebe am Start. Ja, Glücke. Glücklicherweise nicht geschafft haben. Glück gehabt, ja. Also ich sag mal, das haben wir relativ selten, dass die Autos dann noch da sind. In den meisten Fällen steht dann kein Auto mehr da. Ne?
Wir wissen auch nicht, woran es gelegen hat tatsächlich, was jetzt am Ende das totale Hindernis war. Der ADAC-Typ, der den abgeschleppt hat, der meinte am Anfang noch, denen ist da safe irgendwas abgebrochen. Irgendwie steckt da noch irgendwas drin. Irgendwas ist denen das Werkzeug kaputt gegangen. Du hattest ja gesagt, wahrscheinlich ist es das, um die Wegfahrsperre zu überwinden. Dass das häufig am Ende irgendwie das ist, wo die dann vielleicht scheitern, wenn die sowieso schon drin sind und alles geschafft haben, ohne aufzufallen, in aller Seelen Ruhe. Können viele Gründe haben. Das ist ja teilweise so, oder es ist ja eher so arbeitsteilig, dass da jemand kommt, ich sag mal, den nennen sie Ingenieur, jemand, der wirklich die Expertise hat, so ein Auto in Gange zu kriegen. Den würden sie ja aber niemals opfern, so ein Auto, sagen wir, über Landesgrenze zu bringen, Richtung Osten, sondern das sind dann tatsächlich meistens polnische Landsleute, die Experten, die das machen, sind meistens Litauer oder Ukrainer, die super fit sind. Mhm. So, und die bereiten diesen Diebstahl im Grunde genommen vor und dann kommt dann in derselben Nacht oder später dann der Fahrer und holt das Auto im Grunde genommen ab. Und ja, habt ihr Glück gehabt, dass das Ding noch da ist? Ja, wirklich. Weckruf in allerletzter Sekunde. Und klar ist das vorher ein Thema. Wir müssen irgendwie uns Sicherung überlegen und hatten auch so mechanische Sicherung vorweg schon recherchiert. Da wussten wir tatsächlich schon ganz viel drüber. Aber dann war irgendwie der springende Punkt noch nicht erreicht, dass wir gesagt haben, es ist bescheuert. Man kann das wirklich nicht richtig realistisch erklären, warum wir 10 Monate überhaupt gewartet haben. Und dann war ironischerweise 2 oder 3 Wochen vor unserem versuchten Diebstahl eine Bekannte von mir, die mich schrieb, ey, unser Bulli wurde aus dem Innenhof geklaut. Mhm. In Magdeburg, mitten in der Stadt. Und dann habe ich noch zu Nico, zu meinem Partner gesagt, okay, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall irgendwas überlegen. Mhm. Wir müssen jetzt in die tiefen Recherche gehen und gucken, was wird unsere Art der Sicherung sein. Mhm. Da hatten wir noch nicht eine leise Ahnung davon, dass da wahrscheinlich schon irgendwelche Leute mal rumgeschlichen sind und unser Auto auf dem Schirm hatten. Ja, das ist witzig. Du bist ja, sag ich mal, medial auch, sag ich mal, relativ gut auf Instagram und so unterwegs. Da sieht man jetzt zum Beispiel, wo du gesagt hast, die Bulli-Fahrer, da haben wir es so, die VW-Busfahrer sind wirklich die präventiv zu uns kommen. Das sind auch Leute, die ein Auto schon mal verloren haben. Aber der große Teil, das sind Leute, die sich halt in der Konfiguration des Autos sehr intensiv damit beschäftigen. Also welches Auto bestelle ich mir, welche Ausstattung, bei welchem Importeur oder Händler, wann hole ich auf der Messe den mit welchem Rabatt. Die sind top informiert und die kommen auch alle zu uns und lassen die Dinger vorher absichern. Im Caravan-Bereich ist das halt ein bisschen anders, weil die Leute natürlich seit 25 Jahren vor 30 Jahren mit den Eltern schon campen waren. Und früher war es so, als ich mit meinen Eltern nach Fehmarn gefahren bin zum Campen, haben wir das gemacht, weil wir keine Kohle hatten. Ne? Und heute ist es eine komplett andere Situation. Heute fahren die Leute campen, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Entweder weil sie eine sauteuren Lifestyle-Sportart machen wie Kitesurfen oder Mountainbike fahren. So, oder die Leute, sag ich mal, die nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld und sich eine dicke Karre kaufen, weil sie keinen Bock haben, mehr mit dem Pöbel irgendwo im Flieger zu sitzen. Und darauf hat sich natürlich, auf diesen Caravan-Boom hat sich natürlich, sag ich mal, auch eine kriminelle Organisation oder kriminelle Organisation drauf. Organisiert, sag ich mal, diese Autos entweder, sag ich mal, in Summe zu klauen oder wir haben es natürlich auch, sag ich mal, was Aufbrüche anbelangt, dass die Diebe dieselben Apps nutzen wie die Kunden, die jetzt irgendwo wandern gehen. Das ist, in Schweden habe ich das erlebt, da habe ich geguckt, da habe ich ein Auto gesehen, da saßen oben im Alkoven ein Typ mit einem Fernglas, unten saßen zwei Typen, die einen Joint drin geraucht haben. Warum haben sie das gemacht? Ja, das ist doch logisch. Die wissen ganz genau, die Leute gehen diesen Trail da zum Wasserfall, da sind die eine Stunde zum Wasserfall unterwegs, die haben so eine Kamera dabei, da wissen die ganz genau, die gehen zum Wasserfall zurück, die haben 2 Stunden Zeit, das Auto auszuräumen. Und das ist beim Mountainbike genau das Gleiche. Wenn die Leute in Harz fahren oder da, wo ich Mountainbike fahre, in Filane, Ligur, die wissen, wenn da einer für 10.000 Euro Mountainbike ablädt, der fährt nicht 2 Minuten, sondern der fährt 2 Stunden. So haben die 2 Stunden Zeit, die Karre platt zu machen. Und das muss man halt wissen, wenn man so ein Auto klaut. Ich sag mal, das ist ja im Grunde genommen eine Parallelbelastung, dass du zum einen dieses komplett, so wie bei euch, die Karre komplett weg. Ich finde es persönlich viel, viel schlimmer, wenn du im Urlaub bist und kommst zum Auto wieder zurück. Da waren irgendwelche Leute drin, die deine ganzen privaten Sachen geklaut haben. Und da musst du irgendwo hinfahren. Wir haben es teilweise, dass die Kunden zur Polizei fahren, die nehmen die Anzeige gar nicht mehr auf. Die sagen, ja, ne, das ist in Malmö passiert, fahren Sie mal nach Göteborg und da können Sie sich so eine Nummer am Automaten ziehen, dass da irgendwas geklaut worden ist für Ihre Versicherung. Aber es interessiert sich gar nicht mehr, weil die kommen da gar nicht, die kommen da im Grunde genommen gar nicht mehr hinterher. Ne? Ich finde, das hat sich jetzt auch einfach durch Corona natürlich nochmal total zugespitzt. Also diese Zeit, in der man Flugreisen vermeiden musste, weil es irgendwie nicht ging, du kamst in Länder nicht rein, hat ja diesen Camper-Boom nochmal ins Unermessliche gesteigert. Wir hatten Glück mit unserer Auslieferung. Da haben wir parallel in Facebook-Foren und in so anderen Gruppenforen im Internet wirklich total die schlimmen Stories gehört von Leuten, wo immer wieder der Liefertermin total verschoben wurde. Weil es einfach keine Camper gibt, weil die keine Teile bekommen, weil das alles einfach komplett
drüber ist. Und deswegen kamen wir jetzt nochmal zu einem ganz anderen Punkt zurück, als jetzt plötzlich klar war, die haben versucht, unser Auto zu klauen, eventuell kommt das weg. Dann war wirklich eher so der Gedanke, okay, das ist gut versichert, da sind wir schon mal auf einer sicheren Seite. Aber das Problem ist, wir kriegen gar kein neues Ersatzauto. Das heißt, der Traum vom Camper wäre gefühlt... Du verlierst 1,5 Jahre Lebenszeit. Ja. Im Grunde genommen, ja. Und also wir kriegen ja kein Ersatzfahrzeug. Und deswegen, ich glaube, für uns wäre der Traum wirklich irgendwie ausgeträumt gewesen. Und wenn ich mir jetzt angucke, die Lieferzeiten von einem Knaus Boxster Lifetime XL, da bin ich ja was auch immer. Also, und deswegen... sind wir echt doppelt und dreifach, vierfach froh, dass die das nicht geschafft. Was würdest du den Leuten empfehlen, wenn sie sich so ein Auto kaufen? Ja, auf jeden Fall sofort. Im Prinzip, wenn du legst ja irgendwie so ein Budget für dich fest. Das war ja bei uns genauso. Wir haben das mit Familie zusammen uns geleistet. Die ganzen vergangenen Jahre irgendwie immer Geld an die Seite gelegt, weil wir wussten, wir wollen uns irgendwann diesen Traum erfüllen. Und dann dachten wir, wir machen das jetzt einfach. Und hatten natürlich auch irgendwie so ein grobes Budget. Und im Prinzip musst du da die Sicherung einfach schon mit einplanen. Du musst einplanen, dass du dieses Auto sicherst. Es sei denn, du bist irgendwie so fuck-off-mäßig drauf, wie wir das jetzt auch zu Genüge irgendwie. Wenn du auf Sylt ansässig bist und da das Auto in der Halle parkst, brauchst du keine Alarmanlage. Da brauchen wir uns nicht drüber zu nahen. Also da beraten wir die Leute auch unterschiedlich. Ja. Das würde ich immer ein bisschen aufs Risiko angemessen sehen. Also das stimmt, absolut klar. Derjenige, der nur auf dem bewachten Parkplatz, auf dem bewachten Stellplatz ist und das Auto in seiner eigenen Halle abstellt. Aber bei wem ist das schon so? Da würde ich was anderes machen. Aber ich kaufe mir so ein Auto, ja, um an Spots zu fahren. Wo kein anderer ist. So, und da will ich ja nicht die ganze Zeit an dem Auto angekettet sitzen, sondern ich möchte ja los und will diese Freiheit genießen. Und ich glaube, wenn man weiß, also ich kann nur für mich sprechen, wenn man weiß, was passieren kann, ohne dass es ein Verkaufsgespräch ist, ich würde mich nirgendwo mehr ohne eine Alarmanlage hinstellen, weil diese Unbeschwertheit ist verloren, wenn man einfach schlussendlich drum weiß. Ne? Also nach der Story jetzt von uns, wir haben so einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, wo auch einige ein Auto und Camper haben und die sind jetzt alle maximal alarmiert. Also bestimmt werden sich maximal alarmiert, oder? Leute bei euch melden, weil das jetzt natürlich irgendwie die Runde macht und irgendwie alle total betroffen sind davon. Es ist keine Ahnung, es ist wie bei allen möglichen anderen Sachen so. Du denkst, es trifft dich nicht und dann trifft es dich und dann hast du den Salat und naja. Ich glaube mal, im Caravan-Bereich ist es tatsächlich so, würde mich jetzt momentan echt die lange Wartezeit abschrecken. Das sind so Dinge, selbst wenn die Versicherung zahlt, was nicht immer sein muss, und teilweise machst du ja durch die hohe Inflation und dadurch, dass die Autos so wertstabil sind, teilweise auch echt brand. Also wir haben einen Kunden gehabt, den haben sie zweimal ein Auto geklaut, hat 25.000 Euro miese gemacht. Die Versicherung hat reguliert, aber wir haben natürlich auch Kunden, denen sie ein Auto klauen, da wurde ein dritter Schlüssel offiziell nachbestellt und da stellt sich die Versicherung dann quer. Ne? Und dann hast du echt die A-Karte. Ne? Und also ich habe vor ein paar Wochen ein Pärchen aus Köln gehabt, denen haben sie einen Bulli geklaut, die hatten eine vorläufige Deckungszusage, das heißt, die haben sozusagen mit so einer EVB-Nummer das Auto zugelassen, hatten noch keinen richtigen Vertrag unterschrieben, das Auto war weg. Ja, die haben jetzt 70 riesen Chris an der Backe und die Karre ist weg, die sind schwerst genervt. Ne? Aber gut. Ja. Das war ja ein nettes Gespräch mit dir. Jetzt trinken wir noch Eierlikörchen. Jetzt erstmal ein Eierlikörchen, also nicht zum Spaß hier. Ja, also wenn euch das aufgeschreckt haben sollte, dann war das eigentlich gar nicht unser Grund, sondern eigentlich wollten wir mal deine Geschichte erzählen. Wenn ihr Fragen zu dem Thema haben solltet, geht gerne auf unsere Seite Kfz-Alarm. Oben auf der rechten Seite ist ein Anfrageformular. Schicken wir euch gerne ein Angebot für euer Auto. Ihr wartet hier auf einen Termin, so aktuell 3 Wochen bei uns. Und wenn ihr Fragen haben solltet, könnt ihr uns auch gerne anrufen auf der 0800 535 5433. Ja, Tabea, vielen Dank. Jetzt trinken wir ein Eierlikör und ich hoffe, danach hast du mehr Glück mit eurem Auto. Ich glaube, da kann jetzt dann so schnell nichts mehr schiefgehen, wenn ihr da mal am Werk wart. Und ja, deswegen, ja, wir sind dankbar, dass das irgendwie so geklappt hat und wir jetzt hier sind. Alles klar. Okay, dann. Ciao. Tschüss.